Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Lökoba. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich euch mal wieder eine richtig lustige, spannende Mod mitgebracht, denn heute möchte ich euch die Hello Neighbor Mod präsentieren. Jawohl, eine Mod basierend auf dem gleichnamigen PC-Spiel Hello Neighbor, bei dem ihr ja euren Nachbarn berauben müsst. Beziehungsweise ihr müsst ihn nicht berauben, sondern ihr müsst bei eurem Nachbarn einbrechen. Demnach gibt es mit dieser Mod richtig lustig einige doch recht grantige Nachbarn, die euch ja versuchen werden zu bekämpfen. Ihr habt ganz neue Sicherheitsmechanismen, sprich ihr könnt zum Beispiel eine Tür mit Brettern verbarrikadieren, das heißt ihr müsst da erst mit einem Hammer reinkloppen oder draufkloppen, damit ihr überhaupt da durchkommen könnt. Ihr könnt Schlösser generieren, das heißt ihr müsst erstmal einen Schlüssel finden, um gewisse Türen zu öffnen. Es bietet auf jeden Fall nochmal eine ganz neue Möglichkeit in Minecraft, hier irgendwelche Adventure-Maps oder ja kleine Challenges aufzubauen. Ja, diese Mod werden wir uns anschauen, es macht wirklich so einen Spaß. Diese Mod ist ziemlich neu und wir werden gleich natürlich dieses Haus begutachten und mal gucken, was sich in diesem Haus befindet und ob wir alle Sicherheitsmechanismen knacken werden. Ganz kurz, bereits hier mir zugelegt, ein ganz neues Element, hier ein Fernglas, welches hier hinzugefügt wird. Damit werden wir direkt anfangen, damit können wir schon mal diese grantigen Nachbarn direkt mal begutachten, indem ich hier einfach mal einen Rechtsklick ausführe. Da seht ihr auch schon, da stehen diese drei, sind scheinbar Drillinge oder sowas oder irgendein Familienfest, keine Ahnung. Oder der Club Blauer Pullover, ich weiß es nicht, wer kennt die nicht? Die sind besonders gefährlich, nein. Auf jeden Fall seht ihr auch schon anhand dieses Fernglases, dass diese Mod noch relativ neu ist. Ich meine, unsere Augen sind scheinbar irgendwie runtergerutscht oder sowas. Und vor allen Dingen können wir uns mit diesem Fernglas auch selber anschauen. Habe ich so noch nicht geschafft und in Kombination mit Optifine können wir sogar in jedes einzelne Nasenloch gucken. Wow, das wollte ich schon immer können. So, okay, gut, wir gehen direkt mal los und dann gucken wir mal. Wir bleiben natürlich erstmal im kreativen Modus und werden dann natürlich im Survival-Modus natürlich mal gucken, wie stark diese Wesen sind. Oh, da kommt direkt schon einer angerast. Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig. Da rennt er in sein Haus. Ja, mal gucken, das wird sicherlich sehr interessant. Mal gucken, ob der uns gleich überraschen wird. Okay, also, was haben wir hier für Tools? Als erstes haben wir hier einen Magneten, einen sogenannten Magnet Gun. Das Crafting-Rezept ist relativ einfach. Wir brauchen lediglich ein bisschen Eisen, sowie einen Magneten. Dazu brauchen wir Magnetized Iron. Um dieses Ding zu craften, brauchen wir jede Menge Redstone und nochmal ein Eisen-Ingot. Was können wir mit diesem machen? Klingt als erstes ziemlich unspektakulär, aber das ist ziemlich cool durchdacht, denn wir können damit ganz einfach Items, die in der Nähe sind, ganz einfach anziehen. Das seht ihr, einfach hier mal ganz kurz, ja, diesen Magnet zur Hand genommen und ihr seht schon, mit einem Rechtsklick kommen diese Rutschen, diese Dinger langsam in unsere Richtung. Und ich habe mir halt, als ich diese Mod vorbereitet habe, überlegt, was kann man mit diesem Ding machen? Wozu braucht man einen Magnet, um in ein Haus einzubrechen? Und eigentlich ist das ziemlich cool, denn es gibt ja auch Schlösser, das heißt, ihr müsst irgendwie einen Schlüssel oder so finden und diesen Schlüssel kann man eventuell, wenn man so möchte, irgendwo, ich kann das mal kurz demonstrieren, eventuell so als kleine Challenge irgendwo vergraben oder vielleicht irgendwo verstecken, wo man normalerweise nicht so einfach rankommt, zum Beispiel hier, wenn man jetzt nichts kaputt machen darf oder so, wenn das jetzt hier ein Schlüssel wäre, blöpp, dann würde man da jetzt nicht ohne weiteres rankommen. Und da könnte man eventuell hier in dem Fall den Magneten zur Hand nehmen und den irgendwie aus dem Unterschlupf irgendwie rausziehen und dann könnte man irgendwie, also aus dem Versteck, und dann könnte man hier in die Tür reingehen, wenn man da irgendwie ein Schloss platziert hat. Das wäre so meine Idee, also von daher ist das eigentlich gar nicht mal so blöd. Okay, dann geht's direkt weiter. Und gehen wir direkt mal ins Häuschen. Und da gucken wir uns direkt mal ein sehr, sehr interessantes Tool an. Und zwar haben wir die Möglichkeit, uns natürlich auch zu verteidigen, bevor wir gleich zu weiteren Mechanismen ja kommen. Und zwar gibt es hier einen sogenannten Rifle, hier so eine kleine Waffe. Craftbar mit Eisen und einem Holzblock. Wenn wir diesen hier zusammengebaut haben, haben wir die Möglichkeit, gewisse Mobs, ich hoffe, dass der Nachbar jetzt nicht sauer ist, wenn ich hier irgendwelche Kühe platziere. Ich weiß nicht. Bloß nicht. Bloß nicht verraten. Ich weiß nicht. Die waren schon vorher da. Auf jeden Fall können wir damit gewisse so kleine Bullets durch die Gegend schießen. Und dann bekommen halt diese Kühe einen Effekt. Oder generell Mobs. Ich schätze mal, es ist entweder ein Slowness oder ein Blindness-Effekt. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Das stand jetzt nicht auf der Website. Und ich konnte mich nicht selber abschießen, da diese Bullets halt ins Nirvana fliegen. Interessanterweise ist es so, dass es standardgemäß ist das bei der Mod so eingestellt, dass ihr zu Beginn eigentlich gar keine Bullets, gar keine Munition braucht. Das könnt ihr dann nach Belieben in der Konfigurationsdatei erhöhen. Da könnt ihr dann einstellen, dass man eigentlich für die Waffe auch diese Munition benötigt. Das heißt, wenn ich im Survival-Modus bin, kann ich so oft damit schießen, wie ich möchte, mit den Standardeinstellungen. Denn wie gesagt, es ist eher dafür gedacht, dass ihr euch oder vor allen Dingen anderen Mitspielern solche kleinen Aufgaben zuschickt und so einen kleinen, ja, ich weiß, so einen kleinen Challenge bereitet. Ja, dann geht's direkt weiter. Wir haben nämlich noch richtig coole Mechanismen. Hier zum Beispiel, wir können Türen tatsächlich mit solchen Holzbrettern verbarrikadieren.
Ja, das ist richtig lustig. Dazu brauchen wir sogar einige Nägel und diese können wir theoretisch aufbrechen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns direkt an. Nur als kleiner Hinweis wegen der kleinen Challenge. Ich habe mir echt überlegt, dass wenn diese Mod irgendwann nochmal richtig viele große Updates bekommt, dass ich die nochmal irgendwann präsentiere. Und dann könnt ihr mir wahrscheinlich irgendwie noch sogar weitere, ja, selber irgendwelche Maps zuschicken, die ich dann irgendwie, ja, bewerkstelligen muss. Das wird sicherlich in Zukunft sicherlich richtig lustig. Okay, ich gehe mal ganz kurz in den kreativen Modus. Wahrscheinlich kommt direkt gleich dieser Obermacher angelaufen und will uns bekämpfen. Moment, Game Mode 0. Und dann versuchen wir mal, diese Tür aufzubrechen. Ihr müsst auf eine Sache achten, wenn ihr diese Bretter angebracht habt oder irgendwer, und ihr seht die und ihr lauft dagegen, dann bekommt ihr direkt Schaden. Denn ich glaube, das liegt daran, dass das einfach rostige Nägel oder so sind. Denn diese braucht man auch, um diese Bretter überhaupt craften zu können. Ihr seht ihr, wir brauchen auf jeden Fall Planks und wir brauchen diese Nägel, damit wir diese Bretter hier zusammenbauen können. So. Und jetzt haben wir ja zwei Tools, die wir nutzen können, die wir finden können, wie auch immer, um diese Sachen aufzubrechen. Entweder ein Hammer oder ein Crowbar. Wobei dieses Crowbar, dieses Brecheisen oder, ja, ist es ein Brecheisen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man theoretisch selber craften. Bei dem Hammer gibt es aktuell noch kein Crafting-Rezept. Das heißt, das ist eher so ein Element, was man tatsächlich irgendwo, was weiß ich, in so einer versteckten Truhe oder so finden müsste. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, mit einem Rechtsklick hier dieses Ding aufzubrechen. Hier seht ihr es auch schon richtig cool. Hier fliegen schon Nägel durch die Gegend. Die reißen wir quasi so ein bisschen animiert. Oh nein. Oh Gott. Nein, ich habe einen Hammer. Geh weg. Oh Gott, der ist schon ziemlich stark, gell? So, ich glaube, mit dem Hammer haben wir kaum Attack Damage, ne? Warte, Sekunde. Ja! Boah, endlich! Oh mein Gott! So, er hat sogar einen Schlüssel getroppt. Cool, habt ihr es gesehen? Hier, ein Red Key. So, boah, das war knapp. So, auf jeden Fall, richtig cool. Die Nägel fliegen durch die Gegend. Können wir auch wieder einsammeln. Haben wir auch getan, da diese Mod ziemlich neu ist, liegen hier noch weitere Nägel auf dem Boden. Solltet ihr die Welt neu laden, sind diese hier verschwunden. Des Weiteren gibt es hier auch so ein doppelte Bretter. Das habe ich hier kurz gezeigt. Da sieht es auch phänomenal aus. Ich werde jetzt einfach mal hier zur Abwechslung mal dieses Brecheisen hier nehmen. Und dann werde ich auch mit der rechten Maus das Ding ebenfalls ganz einfach zerstören. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz wieder in den kreativen Modus. Und dann schauen wir uns weitere richtig spannende Sicherheitsmechanismen an. Genau, denn wie bereits anfangs erwähnt, haben wir sogar die Möglichkeit, gewisse Schlösser hier zu generieren. Und dazu gibt es immer dazugehörige Schlüssel, was ich ziemlich cool finde. Das funktioniert echt fantastisch. Also, wir haben hier zum Beispiel so ein rostiges, so ein Rusty Lock mit einem Rusty Key. Und wie funktioniert das eigentlich? Ähnlich wie bei den Brettern. Einfach mit rechter Maustaste einfach an eine Tür angebracht. Ist das jetzt auch richtig? Ich hatte das vorher so. Genau, und wenn wir diese Tür jetzt öffnen sollen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier auch gezeigt habe. Am besten zeige ich das hier nochmal. Wenn wir jetzt hier irgendwelche Bretter haben, können wir die Tür zwar öffnen, können aber nicht durchrennen. Selbiges ist ja auch im Übrigen mit diesem Schloss. So, und das heißt, wir müssen tatsächlich, wir können zwar hier die Tür öffnen, wenn es eine Eisentür ist, können wir diese natürlich nicht auf weiteres öffnen. Müssten wir theoretisch, könnte man hier irgendwie, was weiß ich, so einen Hammer verstecken, um dann hier diesen Weg frei zu machen und der Schlüssel dafür versteckt sich irgendwie hier in dem Ofen oder so, wo bereits irgendwas drinnen liegt. Das könnte man eventuell so, da könnte man so eine Challenge rausmachen und währenddessen läuft hier halt der Nachbar und man darf sich halt nicht erwischen lassen. Genau, mit einem Rechtsklick können wir demnach hier diese Schlösser ganz einfach entfernen. Das funktioniert halt mit diversen weiteren. Also es gibt immer pro Schloss einen gewissen Schlüssel. Hier zum Beispiel so ein Red Lock. Dazu brauchen wir natürlich einen roten Key. Blöp. Mal gucken, ich habe jetzt noch nicht getestet, ob man auch zwei Schlösser hier anbringen kann. Zum Beispiel so einen roten und einen grünen. Das wäre natürlich besonders cool. Ist das blau? Das ist doch nicht blau, oder? Ernsthaft? Ist das blau? Das ist doch grün, oder? So grünlich, oder? Naja, ich bin mir da nicht sicher. Okay. Okay, also wir haben auf jeden Fall hier wieder die Tür. Zack, dann werden wir erstmal hier das grüne Ding entfernen. Moment, oder beziehungsweise blau, es ist ja blau, Entschuldigung. Blau, und das ist auch kein blauer Schlüssel, das ist ein grauer Schlüssel, verdammt. Ach, okay, so, also das erstmal und wir kommen noch immer nicht durch. Dann hier mit dem roten und dann könnten wir theoretisch hier irgendwie eine Kiste irgendwie abgreifen oder so. Ja, es ist auf jeden Fall richtig genial, man kann hier so viele Challenges mitmachen. Vor allen Dingen, wie gesagt, diese Mod ist ja neu und jetzt möchte ich euch zum Schluss noch, das sind so die funktionierenden Mechanismen, möchte ich euch noch, wir werden natürlich noch einen Mob anschauen, noch einen weiteren Mob. Es gibt diesen Nachbarn, den wir nochmal testen werden, es gibt einen Schatten, der auch richtig cool ist und es gibt vor allen Dingen noch einen Ausblick auf das, was demnächst hier noch hinzugefügt wird. Genau, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Dazu werde ich diese Blöcke hier einfach mal oder Items mal mitnehmen, die ich hier extra reinplatziert habe und fange direkt an. Als erstes haben wir eine Bärenfalle, die man eventuell sogar in den Garten packen kann oder so. Oder an Stellen, die man nicht so leicht entdeckt oder sowas, wo man sich irgendwie durchzwängen muss. Die funktioniert sogar schon so halb. Wir können die leider irgendwie nicht öffnen, aber wir können schon mal drauf treten und bekommen erstmal konstant einen Slowness-Effekt. Und das ist natürlich tierisch böse, wenn man gerade von einem Nachbarn verfolgt wird. Und da kann man auch nicht mehr so einfach rausrennen, sondern man muss da eher raushüpfen. Und das ist richtig.
richtig lustig. Das macht tierisch Spaß. Dann haben wir als nächstes so eine Kamera und da bin ich auch sehr gespannt, wie das demnächst umgesetzt wird, ob man da irgendwie, ob man diese irgendwie abbauen muss oder wenn die irgendwie einen entdeckt, dass da irgendwie automatisch ein Mob gespawnt wird. Ich habe so unglaublich viele Ideen, die man hier umsetzen kann, aber ich weiß nicht. Also wenn der Modder das irgendwie sieht, das passiert manchmal, dass das einer, wenn das der Modder irgendwie meine Mod-Vorstellung sieht und meinen Vorschlägen oder werden die tatsächlich umgesetzt, was ich immer ziemlich geil finde. Da gibt es einige Modder, die mich schon angeschrieben haben. Also falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Dann haben wir einen Grabstein, beziehungsweise so ein Grabstein eher und ja, das ist eher, ja, glaube ich, eher so ein Deko-Effekt. Vielleicht kommt da irgendwann mal ein Mob hervor oder so, vielleicht wird das irgendwann hinzugefügt, das wäre cool. Haben wir so ein Milk, ist auch eher aktuell noch ein Deko-Element. Dann haben wir hier KAL, das ist, glaube ich, eher auch so ein ganz neuer Sicherheitsmechanismus. Ich denke mal, dass das eher so eine Art Alarmanlage ist, denn, oder ein neuer Sicherheitsschließmechanismus, denn wenn wir da durchlaufen, würden wir theoretisch auch Schaden bekommen, wie als wenn wir durch Bretter laufen oder gegen Bretter, was man eben gerade schon gesehen hat. Dann haben wir hier noch so eine Art, genau, wir gehen am besten hier, dürfen wir nicht durcheinander kommen, dann haben wir so eine Flashlight, die macht aktuell leider nicht, aber es wird nichts, das ist aber richtig cool, wenn man dann hier irgendwann eine Taschenlampe hat, durch dunkle, ja, Gebäude oder Zimmer, durch die man irgendwie sich durchforsten muss, wenn man irgendwie Blindness noch hinzugefügt hat, bekommt, dass man irgendwie gezwungenermaßen eine Taschenlampe benötigt, das wäre richtig cool. Dann gibt es hier noch so eine Art Keycard, so eine Art Schlüsselkarte, die aktuell leider auch funktionslos ist, wäre cool, ich weiß gar nicht, oder ist das dafür dann irgendwann gedacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir noch so ein Lockpick, ich denke, das ist so eine Art Raumzieher oder so. Auf jeden Fall können wir damit auch noch nichts machen. Hier und hier mit diesem Wrench haben wir ebenfalls auch noch keine Funktionsmöglichkeit, aber das wird alles demnächst noch hinzugefügt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was demnächst noch hinzugefügt wird oder wie das Ganze funktioniert. Dann haben wir noch im Übrigen noch zwei Türen, die einfach auch erstmal optisch zumindest da sind. Hier seht ihr sie auch schon. Diese können wir ganz einfach öffnen. Die haben halt nur eine andere besondere, ja, nur eine andere Farbe irgendwie und können noch nichts Großartiges. Vielleicht kann man damit irgendwie mit der Keycard irgendwie hantieren, die irgendwie abschließen oder besonders mit einem Mechanismus versehen. Oder vielleicht kann man das irgendwie so triggern, dass automatisch dann irgendwie ein Mob gespawnt wird, wenn man diese öffnet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was demnächst noch auf uns zukommt. Ja, das heißt, wir werden uns im nächsten Schritt oder im letzten Schritt uns noch ganz kurz diese neuen Mobs anschauen, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist, wie gesagt, zum einen der Nachbar, den wir schon bekämpft haben, aber auch sein Schatten. Was der allerdings hier zu suchen hat, weiß ich nicht. Ich habe, wie gesagt, das Spiel nie gespielt, aber dennoch, also wie gesagt, ist ja noch nicht wirklich draußen. Es kommt, glaube ich, im Sommer 2017, kommt das dazugehörige PC-Spiel. Ist eher Kategorie Horror, by the way. Und ja, diese werden wir jetzt noch großartig bekämpfen. Genau, eine Sache wollte ich noch loswerden. Ich habe es aber gerade wieder vergessen. Genau, also wie gesagt, wenn es da demnächst irgendwie noch weitere Updates gibt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir irgendwelche Maps zukommen lassen könntet. Das wäre echt cool. Würde ich aber nochmal einen gesonderten Aufruf starten, wenn ich noch weitere Sicherheitsmechanismen euch zeige. So, das wird jetzt sicherlich richtig spannend. Jetzt sind hier quasi die Nachbarn, beziehungsweise ein Nachbar und der Schatten ist hier quasi im Haus, der jederzeit hier hervorkommen kann. Da ist er auch schon und da hat er uns direkt anvisiert. Und wir sollten ganz schnell zuschlagen und da hat er direkt den roten Schlüssel getroppt und da ist direkt der Schatten. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Aber der scheint uns nicht zu verletzen. Aber der hat mich wirklich gerade richtig, ich weiß nicht, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein, dass der da direkt auch um die Ecke geschossen kam. Naja. Ja, es ist wirklich eine phänomenale Mod. Ansonsten hätte ich aber noch eine weitere richtig spannende Geschichte und zwar die Ant-Man-Mod. Die es euch erlaubt, euch aber auch andere Mobs zu vergrößern. Richtig lustig. Einer der genialsten Mods, die ich hier gesehen habe. Direkt anklickbar hier auf dem Bildschirm. Ansonsten downloadet gerne diese Mod und diese Map. Ein Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das schon von mir. Das war der Le Cooper mit der Hello Neighbor Mod. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.